Hallo, hallo, hallo. Also, ich habe gerade zu Basti gesagt, ich habe irgendwie Bock auf Assassin's Creed. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Assassin's Creed. Wir werden das nicht im Stream durchspielen und so. Ich bin ja schon mittendrin im Game. Aber ich habe irgendwie Lust darauf, das gerade zu spielen. Komm, dann streamen das einfach nebenbei. Ja. Ist eine gute Idee, oder? Ich würde sagen, ja. Also ich bin mir gar nicht, also ich habe 40 Stunden schon gezockt, ich weiß nicht, wie weit das ist, aber im Moment habe ich wieder Spaß an dem Spiel. Wir schauen einfach mal. Wenn das zu laut ist, müsst ihr Bescheid sagen, dann muss ich das leiser machen. Auf meinen Ohren ist es sehr laut. Die DLCs habe ich auch schon, aber die habe ich noch nicht runtergeladen, weil ich bin sonst überfordert. Ich bin jetzt schon überfordert. Ich war hier dran, um erstmal alles aufzudecken. Und ich glaube, das mache ich auch erstmal. Erstmal so die Gebiete, wo ich halt hin kann, wo ich nicht direkt sterbe, werde ich aufdecken. Auch wenn ich in der Story da wieder hin muss. Aber so level ich auch erstmal. Ja. So. Ach, hier war auch was. Wir gucken mal, wie es heute läuft. Assassin's Creed kriege ich immer so leichte Wutausbrüche. Ach, ich hätte ja, wahrscheinlich kann ich. Ja, hier kann ich wieder runterspringen. Oh. Ich denke mal, ich muss hier rein, weil ich brauche das da. Das Goldene. Entweder eine Rüstung oder irgendwas zum Craften. Bin ich ja durch? Nein, du sollst da durch. Dadurch sollst du. Genau. Mach das, was ich sage. Oder mach es halt nicht. Ja. Oh, sag das doch. Ups. So, jetzt könnt ihr auch sehen. Ups, da war was. Sonntagmorgen. Okay, ja, wir sind auf jeden Fall drin. Ihr habt noch nichts verpasst. In der Zeit, wo ich die Szene nicht gewendet habe. Das ist schon mal gut. Ich denke mal, das ist eine Nebenquest. Ich gehe erstmal die goldenen Dinger holen. Weil da muss ich nicht googeln. Die Nebenquests hier in dem Spiel sind scheiße. Wirklich. Oh, wir haben das erstmal Titan. Ich habe auch letztens mal gegoogelt, was denn die beste Rüstung ist. Und da wurden mir nur Sachen angezeigt, ja, die Sachen im DLC, wo ich denke so, ja, schön, aber die brauche ich ja jetzt noch nicht. Die kann ich ja jetzt auch noch nicht bekommen. Das bringt mir ja viel. Hauptspiel durch und dann kriegst du erst die beste Rüstung. Denkst du unter uns. Irgendwo muss ein Eingang sein. Oh, hallo? Ich habe auch seit neuestem erst gewusst, dass man hier Feuerpfeile mit der Fähigkeit da hat. Und ich habe jedes Mal diese Fässer gesucht, wenn ich was aufsprengen musste. Das war auch gut. Das war auch sehr gut von mir. Wahrscheinlich aber auch wieder nur, ja, was zum Herstellen. Nehmen wir da. Ich werde auch nicht allzu lange streamen, weil ich gleich dann Pokémon Go spiele. Ich will meine Shinies Seemobs haben. Seemobs war das oder sowas, ne? Ich glaube ja. Ich meine ja. Aber ich werde gucken, dass ich dann morgen, Dienstag und Mittwoch streame, weil ich ja am Wochenende dann spät habe. Und vielleicht am Sonntag. Mal gucken. Wenn ich bedenke, wie viele Bären bei Red Dead Redemption 2 vertragen, ist das ja viele... Was? Philipp. Ist immer. Nein, ich habe einfach schon so gut gelevelt. Deswegen. Hallo, ich bin Profi. Oh, hallo. So macht man das, Bastian. Genau so, nicht anders. Auch für eine Sache muss ich sogar irgendwie so Flussfische suchen. Da habe ich gar keinen Bock drauf mehr zu sein. Es wurde jetzt ja auch schon Neues, also geleakt. Aber ich habe mir das nicht angeguckt, weil ich dachte, komm, warte erstmal, bevor du dich da irgendwie spoilerst. Ich fände es immer noch cool, irgendwie sowas wie in China oder sowas. Oder halt, was mal halt näher an unsere Zukunft wäre. Jetzt nicht direkt eins in die Zukunft oder so, aber sonst einfach näher dran. Weil die letzten waren ja alle so. Ja. Oder im Mittelalter, das wäre da auch cool. Mittelalter gab es auch keins, oder? Nein, nämlich nicht. Ich habe mir, glaube ich, den blödesten Weg genommen für da hoch. Ja, weil ich jetzt wieder runter muss. Oh, 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 oh. Ach. Ich kann das. Gut. Ja, es war klar. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Ich glaube, da kommen wir noch nicht rein. Ich gehe mal gucken, aber ich glaube, da müssen wir 100% die Story weitermachen. Weil die Brücke ist unten. Oh. Ups! Ja, okay, der ist tot. Deswegen wäre es eigentlich sinnvoller, wenn man wirklich die Story macht und dann die Punkte abklappert. Aber da hat man direkt die Schnellreise. Punkte. Oh, hallo. Ah ne, guck mal. Sah gerade aus von da unten, dass die da zu wäre. Vielleicht doch. Oder ich kann das aufschlagen. Natürlich nicht. Guck mal, ob ich von da oben reinkomme. Teile mitnehmen. Aber ich glaube, da kommen wir erst hin, wenn wir die Story weitermachen. Außer wir kommen hier irgendwo rein. Oh, hallo Zelda. Linky. Ach, guck mal, da können wir vielleicht rein. Ja, Katze. Danke. Nee. Okay, wir kommen da erst hin, wenn... Also später. Herr Kater, nein. Ohne Scheiß, lass es doch. Bitte. Hier runter. Runter. Danke. Oh, oh. Ups, ist egal. Da muss ich halt diese Fische wegbringen. Aber die kriegen wir wohl irgendwo hier. Fließt so ein Fluss durch und da kriegt man die. Aber da will ich auch noch nicht hin. Dann gehen wir erstmal dahin. Wir können aber von da aus. So, ich hab's markiert, ne? Ja, ich hab's markiert. Ich ruf mal mein Pferd, mal gucken, wie weit wir kommen. Da lang. Ach, ich besiege alles. So einfach ist das. Ich finde das so gut, dass sie das nicht mehr so eingebaut haben wie damals, dass man halt diese bestimmten Sachen erfüllen muss. Und dass dann die Mission dann so gesehen neu gestartet wird, wenn man dann wirklich gesehen wird oder so. Das habe ich so gehasst damals. Einer da vorne. Müssen wir jetzt auch ein Level abbekommen? Ja, Nebenmission. Der hat den Schlüssel. Den brauche ich. Und nochmal. So, also wenn man das auch schwer spielt, wird das auch nicht angezeigt, wo die Schlüssel sind und so. Also so gibt das Spiel ja einen Hinweis, aber sonst zeigt er das nicht. Guck mal, hier sind Fischlein drin. Vielleicht ist das... Oh. Oh. Da war noch einer. Verdammt! Aber da unten ist noch was. Ich schwimme da gleich mal runter. Also man kann auch angeln, also richtig angeln. Aber ehrlich, damit geht das doch viel leichter. Runter mit dir. Ah, das kann ich kaputt machen, okay. Genau, am besten noch. Ja, das wäre super, wenn ich hier Dynamit hätte. Dann würde ich das in jeden Fluss machen, glaubt mir, in jeden. Du hast nämlich auch so, du schaltest ja, du kannst ja deine, dein Camp da ja ausbauen, dann hast du auch später so einen Fischer. Und dann sagt er halt, wenn du den halt den Fisch bringt und den Fisch, dann kriegst du was dafür. Ehrlich. Ich hab Bock drauf. Jeden einzelnen Fisch abzusuchen. Du kannst zwar Karten kaufen, das habe ich letztens erst gesehen. Wo dann drauf steht, da und da kannst du den und den fangen. Aber, ja. Nein. Ich. Nee, ist alles pausiert. Ich habe gerade gedacht, ich werde angegriffen. Okay, das haben wir. Da habe ich eigentlich nur diese scheiß Nebenmission. Ah, den Berg können wir auch noch nicht besiegen, weil dafür bin ich noch zu schwach. Ja. Ich müsste mir auch, glaube ich, einfach mal raussuchen hier für bessere Waffen und so. Ich habe, glaube ich, noch... Also ich weiß halt, ne, dass am besten man sich ein Z nimmt. Natürlich. Ne, und das dann halt hochlevelt. Und wenn du halt das Z hast, dann kriegst du halt extra Punkte, ne? Ich habe nämlich schon eine gute Waffe. Die ist aber halt vom... diesen kostenlosen... Ja, ich habe bestimmt noch Seiten zu sammeln. Ich weiß nicht, habe ich noch... Habe ich noch gerade welche, die ich nicht aufgesammelt habe? Ich habe auf jeden Fall eine Ding. Ich glaube, die und noch eine andere Mission, die du machen musst. Da ist auf jeden Fall noch eine Seite und da ist auch noch eine Seite. Also ja, Basti, ich habe noch einiges für dich. Ich habe noch ein paar Sachen. Und ich habe ja noch nicht alles aufgedeckt, ne? Guck mal, ich muss noch hier, dann hier. Da war ich schon ganz kurz. Da und hier oben noch. Also. Und dann kommt das DLC noch dazu, ne? Also die, also 2. Und das 3. habe ich noch nicht gekauft, weil das nicht im Season Pass vorhanden war. Hätte ich das gewusst. Ich hätte mir aber trotzdem den Season Pass gekauft. Weil da war ein Angebot für 20 statt 40. Und bei dem anderen warte ich halt einfach so lange. So einfach ist das. Dann guten Morgen, Mana. Ich weiß nicht, ob der gerade zuguckt, aber in Discord hat er guten Morgen. Okay. Oh nein, ich weiß, was das ist, aber man muss halt jetzt so im perfekten Winkel das gucken, ne? Oh Gott. Ehrlich, ich mache diese ganzen Rätsel eigentlich immer mit Komplettlösung. Hier, so glaube ich, haben die Nephilim heilige Steine niedergelegt, um die Gaben Gottes vor anderen Riesen zu bewahren. Oh. Die da waren, also, man muss sie immer so verbinden. Und Gott beschützte die Frommen und schickte die Riesen hinfort. Wenn ich sie sehe. Ich muss mal auf die andere Seite gucken, ob da auch welche sind. Ah, okay, da. Guck mal. Ich muss wahrscheinlich irgend so hochklettern. Ah, nee. Ich glaube, ich muss ganz hoch. Da hoch. Gleich Pokémon-Handen. Ich will auf jeden Fall 3 haben. Weil die habe ich nämlich als Shiny noch nicht. Ab 10 geht das los, ne? Glaube ich. Hoch mit dir! Ich glaube, ich bin zu hoch, oder? Nee, es sieht gut aus. Boah, das war easy, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe eindeutig nichts gesagt. Ja, so früh am Stream, ja. Ja, ich hatte gerade Lust, Assassin's Creed zu spielen, habe ich zu Basti gesagt. Dann dachte ich so, komm, streamst du heute oder nicht? Dann dachte ich, komm, dann stream du einfach Assassin's Creed. Ist ja nicht schlimm. Also einfach mal so zwischendrin. Ja. Bevor ich nicht streame, dachte ich, komm, mach das einfach. Die Leute können es ja nachgucken, wenn es sie interessiert. Wenn nicht, dann ist es so. Dann müssen sie halt bis nächstes Mal bei Ark oder Pokémon warten. Erinnert mich ein bisschen an die VR-Code-Rätsel in Watchdog. Ich habe außer den ersten Teil keinen gespielt. Ist hier noch mehr? Oh, ist ja noch gar nicht tot! Okay, da ist ein Schlüssel, den brauche ich bestimmt. Was? Hier treiben sich böse Geister herum. Ah, okay, ich muss was abschießen. Erstmal schön in die Flammen rein. Ratten! Am ersten Teil vor, da musstest du auch so einen Blickwinkel haben, dass mehrere Graffitis zusammen ein... Okay. Ich habe das nie durchgespielt. Für was musste ich denn jetzt hier rein? Wofür den Schlüssel? Hier von diesem Pestspiel, da kommt doch jetzt auch den zweiten Teil. Wo das auch mit diesen Ratten war und so. Wie heißt das? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ich glaube, ja. Ja, genau. Davon kommt jetzt auch der zweite Teil. Und ich meine, den ersten haben wir bei PlayStation sogar was. Den gab es bei PlayStation, also hier PSN-Titel umsonst. Halt kein Spiel für mich, weil man da auch schleichen muss und so. Aber für dich ist das bestimmt was. Für Basti auf jeden Fall. Und hallihallo, willkommen. Willkommen. Pattys Welt. Willkommen. Dankeschön, dir auch. Dir auch. Oh, das ist bestimmt eine Nebenmission. Ich mag Nebenmissionen in dem Spiel nicht. Ich bin einfach zu dumm dafür, wirklich. Oh, das ist ein Piss. Ich brauche halt Leder, es tut mir leid. Und ich habe einen Ark gestern angefangen zu züchten, also ich habe gestern sehr viele Sachen. Ich kann auch Leder kaufen, aber irgendwie... Weiß ich nicht genau, wie ich gut hier an Geld komme in dem Spiel, okay? Das Spiel ist mega. Ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, jetzt zum 3. Mal angefangen. War immer irgendwie, ich weiß nicht, dann hat mir war die Lust bei mir einfach weg. Dann dachte ich, komm, fangen wir von vorne an nach einer Zeit. Und mittlerweile ist das auch bei mir so, dass ich das irgendwie mag. Auch wenn ich das Setting jetzt nicht so feiere. Aber ja, ja. Mittlerweile mag ich das. Am Anfang habe ich das auch nicht gemocht irgendwie. Ich weiß es nicht. War einfach nicht meins. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Aber da ist noch ein Schlüssel hier vorne irgendwo. Wegen hier. Halt vom Dach aus. Ich laufe erstmal rum. Kann ich das kaputt machen? Nein. Sicher? Was soll ich sagen? Oh, nein, nein, lass dich fallen! Aber hier, das kann ich ja von hier aufschießen. So, einmal rum. Ich muss auf die andere Seite. Ja, okay. Achso, das ist der falsche Schlüssel, okay. Ja, wir müssen jetzt auf die andere Seite. Achso, da sind wir von hier jetzt, okay. Achso, ja. Wollen wir das kaputt machen? Oh, ich habe das Falsche gedrückt. Überblicke das Land, Freundin. Nein, okay. Ich habe gedacht, ich könnte es anzünden. Hä? War nicht gerade was Rotes hier? Ich muss auf jeden Fall das irgendwas kaputt machen. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ach, guck mal da. Ja, okay. Achso, ich muss erstmal hier alles wegmachen, bewegen und aufheben. Wo war das jetzt? Ach, da vorne. Na endlich! Es war so langweilig hier drin. Wer ist diese böse Frau, die dich eingesperrt hat? Sie ist ein alter Drache. Sie will mich zu Eintopf verarbeiten. Danke, dass du mich hier rausgeholt hast. Gerne. Oh, das ist die Frau. Du unartiger Junge, was hast du nur angerichtet? Das Haus wurde auf den Kopf gestellt. Wer ist das? Ich habe sie reingelegt. Ich habe erzählt, du seist ein böser Drache, der mich verspeisen will. Na, das ist ja eine schöne Bescherung. Ich werde Wochen brauchen, um alles wieder herzurichten. Aber wir hatten viel Spaß. Ich bin kein Drache. Ich bin die netteste Mutter, die je ihren Bub ins Haus sperrte. Wie soll ich dich sonst lehren, nicht in der Nase zu bohren? Danke, Fremde. Also, Basti, bohr die Nase, sperr ich ein. Aber auch schnell Reise hin. Weißt du Bescheid? Schon assi. Okay, wir können sowieso hier noch nicht alles holen wegen das Buch. Das können wir noch nicht haben. Ich gehe davon aus, dass man da... Oh, wir hätten auf die andere Seite gemusst. Dass wir da eine Story weitermachen. Oh, noch ein Bär. Ah, hier waren wir eben schon. Aber Leder ist immer gut. Ja, aber treib mal nicht. Na, wir haben 11 Leder von dem einen und der andere 9. Wie gesagt, ich habe hier immer Geldmangel in dem Spiel. Komme ich denn da runter? Hallo? Steck mal ab. Steck hoch. Das nehmen wir auch mit. Was hast du zu mir gesagt? Niemand hat es je gewagt, bis ganz hier hochzukommen. Was passiert jetzt? Wir kämpfen. Oh oh. Okay. Das war aber leicht. Halt! Ich weigere mich. Ich werde niemanden mehr herausfordern. Das will ich doch hoffen. Habe ich das schon abgeschlossen? Das ist mein Hügel. Jedes Stück üppige Gras da unten bis zu den luftigen Höhen hier oben. Schon wieder? Ich dachte, ich hätte dir das Maul gestopft. Oh, du schon wieder. Schinde keine Zeit. Das stimmt, das dauert wirklich nicht lang. Das ist die Kiste. Genug. Ich kann nicht mehr. Ich werde niemanden mehr beerdigen. 100 Pro macht das doch jetzt wieder. Das ist mein Hügel. Dieser Narr hört einfach nicht auf. Bis zu den luftigen Höhen. Du kleiner Scheiße. Wie oft muss ich dich noch zu Brei schlagen? Oh, versuch es doch. Okay. Ich gebe auf! Ich gebe auf! Du gibst besser als ich! Vergiss das nicht. Ich bin es leid, dich zu besiegen. Es ist auch nicht schön, besiegt zu werden. Der Hügel gehört dir. Du hast gewonnen. Okay. Ich hab gedacht, wir müssen jetzt irgendwas Bestimmtes machen. Mitnehmen. Schön, machen wir die da unten. Kaninchen! Das lohnt sich aber eigentlich gar nicht. Hier gibt es nur mal ein Leder. Mehr nicht. Ich habe da auch noch eine Mission, da darf man nicht getroffen werden. Da muss man auch gegen jemanden kämpfen. Aber da bin ich zu dumm für. Muss Basti machen. So was ist das, okay. Da findet man halt auch in dem Spiel so kleine Clips, wie damals musste man ja auch so Assassinenzeichen finden. Das ist was Ähnliches. Anomalie 4-Bex. Das musst du dir unbedingt anhören. 2 Stimmen. Definitiv ISO. Ich glaube, eine von ihnen ist Alitia. Die aus dem Stab? Ja, aber ich glaube nicht, dass sie aktuell sind. Es klingt freimütig, authentisch. Ich versuch's weiter. das schon? Oder Schwere? Oh, okay. Also ich darf die nicht berühren. Oh Gott. Sonst muss ich immer so Licht... Also, ach, das. Okay, da kommt auch drin vor. Schon gut. Wollte gerade sagen, sonst muss ich immer so Lichtstrahlen machen. Damit die Felder aufgedeckt werden. Ich muss wahrscheinlich darüber. Okay, das geht nicht. Muss ich das da oben damit? Hm, wahrscheinlich das da, ne? Ah, okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. So. Achso, das ist eins weiter. Warte, bis es hoch wiederkommt. Oh. Oh Mann! Okay, aber man endet da direkt. Ja, ich bin... Ja, das war zu früh. Hä? Wir sind eins durch, ne? Wie es aussieht. Noch nicht. Okay. So. Ging da. Oh Gott. Oh Gott. Lauf doch! Och! Blöde Kuh, Alter. Okay, das... Ah, wir müssen da hinten das... Ich muss mal zurück. Ich muss das dann darüber, damit das da... Oh Gott. Okay. Okay. Kann ich nicht davon spawnen? Oh! Okay, wartet. Oh nein! Okay, das war... So. Wenn das hier ankommt, muss ich dann rüber. Schnell. Okay, jetzt muss ich kurz warten. Jetzt. Okay, okay, das ging. Sollte nicht so, das zu laut sagen, aber das ging. Dann muss ich mal gucken. Ich laufe jetzt einfach drauf zu. So. Muss das wahrscheinlich in die Mitte. Dann wird das eingeleuchtet, aber das nicht. Muss wahrscheinlich erst das anleuchten, wenn ich darüber komme und das dann... Okay, ja. Okay, okay, okay. So. Ah ne, warte mal, das leuchtet ja gar nicht. Dann muss ich wahrscheinlich das so. Aber das geht dann ja nicht mehr. Ah, das wird dann angeleuchtet, okay. Aber wie kann ich das? Und hallo, willkommen, Karma. Wie kann ich das denn dann drehen? Ich muss ja jetzt darüber, damit ich Kugel da bewegen kann. Ja, aber ich muss ja das da drehen können. Jetzt komme ich ja nicht darüber. Ich bin gerade überfordert. Weil ich muss ja das drehen können, aber dafür muss das an sein. Aber wenn ich das hier weghole, komme ich ja nicht darüber. Ach so, das kann ich schon drehen. Ah. Jetzt muss ich nur überlegen. Muss wahrscheinlich das da anvisieren, ne? Ah, okay. Ich hab's verstanden. Ich wusste nicht, dass man die, wenn die nicht leuchten, dass man die drehen kann. Das wusste ich nicht. Lass das doch mal! Ja, yeah. Mann, ich hasse diese Frau hier, ne? Ich hasse die. Nein, weißt du, ich bin 5. Ja. Idiot. Geh da hoch! Wieso gehst du nicht hoch? Oh. Okay. Was ist geschehen? Du bist errötet und zitterst. Auge um Auge. Ein Sohn für einen Sohn. Denn wenn unserer bis zum Ende des Lebens sinnlos leiden muss, dann auch sein Heiliger. Was hast du getan? Der arme Junge brauchte plötzlich zusammen, gefällt von kaum einem Hauch einer Mistelehre. Jetzt darüber und hier hoch. Leichtsinnig, töricht, wurdest du gesehen? Wissen Sie, dass du es warst? Also mit Kiddies in meinen Chat gebe ich mir nicht ab, Leute, also die so ein bisschen behindert im Kopf sind. Ach. Da meinte einer nur, gerade Palaver zu machen. Ist blockiert. Gar kein Problem. Kann sich bei seiner Mami ausheulen. Leila, hier ist Sean. Ich bin die... Oh nein! Okay. Das ist eine echte Goldmine. Ich hoffe, das ist dir klar. Fühlt sich so an. Das ist definitiv der sauberste Strom von Rohdaten, den wir je aus der ISO-Zeit gesehen haben. Die Frage ist, wer spielt sie dir zu? Okay. Ah, das sind irgendwelche Kiddies, die... Ja. Wo die nicht so viel Aufmerksamkeit zu Hause bekommen von ihren Eltern. Und denken, oh! Schreibt mal irgendeinen Unsinn in einen Stream. Nein, rüber. Schnell. Oh, das war dumm. Oh. Also, wenn ich schneller klettern würde, ne, wäre es gar nicht das Problem. Jetzt rüber. Okay. Wenn das nämlich gleich runter, also wenn es hoch geht, gehen wir damit hoch und dann müssen wir einfach nur rüber. Also klettern wir am besten am Rand. Nur ein bisschen rüber, damit das Ding uns nicht trifft. Ja, das war klar. Jetzt hat das Timing nicht gepasst. Oh, das kommt schon runter. Ja, okay. Rüber, rüber, rüber und hoch. Hoch! Geh hoch, du blöde Kuh, Alter! So. So, jetzt aber. Hier kommen sie. Und Pika, willkommen! Hä? Wird das mir nicht angezeigt? Normalerweise wird einem so ein kleines Videoschnipsel angezeigt. Man konnte das auch irgendwo nachgucken, aber ich weiß nicht mehr wo. Jetzt bin ich enttäuscht. Oder man kriegt halt nicht bei jedem eins, aber... Immer noch müde. Ich bin auch müde. Was passiert denn, wenn ich da drauf drücke? Also Geschlecht. Ich habe Geschichte gelesen. Okay. Und hallo, willkommen. Willkommen. Okay. Vielleicht kriegt man nicht jedes Mal so eins. So, dann müssen wir da oben hin. Ich markiere das schon mal. Also wir werden Assassin's Creed nicht im Stream generell immer spielen, sondern ich hatte einfach jetzt gerade Lust darauf. Und ich hatte einfach gerade keinen Bock auf Ark oder auf Pokémon. Da dachte ich, komm, machen wir jetzt Assassin's Creed ein bisschen. Ich hol mal mein Pferdchen. Ich dachte gerade, was ist das? Aber es sind irgendwelche Büsche. Alles gut, alles gut. Aber danke schön, dass du dabei warst. Ich werde auch nicht allzu lange machen. Also ich werde gleich hier Pokémon Shiny Hunten. Aber ich werde gucken, dass ich Montag, Dienstag und Mittwoch streame, weil ich ja dann spät habe. Vielleicht... Mittwoch weiß ich noch nicht, weil ich da noch was aufnehmen wollte. Mal schauen. Boah, wir haben 20 Leder bekommen. Immerhin. Pokémon Go, da gibt es Seemobs. Heißt das so? Das ist als Shiny heute. Also Community Day. Und das habe ich halt noch nicht. Ne? Und dann möchte ich unbedingt 3 haben. Ja, alles gut, alles gut. Man kann es auch nachgucken. Und einfach einen lieben Kommentar da lassen sonst. Oder auch einfach so. Ist ja vollkommen in Ordnung. Nächste Mission und noch irgendwas anderes. Genau wie du es dir vorgestellt hast. Oh, ich rede erstmal mit dem. Hallo? So. Hallo, Fremde. Was ist das für ein Ort? Gefällt es dir? Meine Frau und ich haben es aus uralten Steinen gebaut. Es ist das Haus der Träume und Erinnerungen, gebaut aus Sommerfäden und sanften Briesen. Es ist schön. Paula und ich sind weit gereist. Was haben wir alles gesehen und getan? Und mit weit meine ich ferne Lande jenseits deiner Vorstellungskraft. Jeder Stein dieses Schlosses ist ein Andenken an unsere Abenteuer. Deine Reisen haben dir Weisheit gebracht. Ja, und hier ist sie. Es ist gut, sich auf morgen vorzubereiten. Aber vergiss nie das Heute. Heute, diese Stunde, dieser Augenblick ist ein kostbares Geschenk. Paula und ich werden aus dem Fenster über das grüne Englerland blicken und in Erinnerungen an unsere Reisen schwelgen. Vom Fenster aus können wir die Abenteuer neu erleben. Da ist sie schon. Ich muss zu ihr. Danke für deine Worte, mein Freund. Wow, das war's schon? Und ich habe mich eben über die Quest beschwert. Oh Gott, eine Seite. Ich versuche es, sonst darf das Basti gerne später machen. Aber hier, guck mal, hier ist auch noch eine Truhe. Die heben wir auch noch auf. Ich hasse diese Seiten. Ich hasse die so sehr zu jagen. Das war auch noch irgendwas. Ach, das ist die Seite. Achso, okay, schon gut, das ist die. Oh, die läuft ja schon. Nein, warte auf mich. Oh, ich habe schon verkackt. Nein! Sonst springst du auch keine Bäume hoch. Ich habe schon. Ja. Ich hab schon verkackt. Voll. Egal, müssen wir später nochmal hin. Kann Basti später machen. Nee, weil die ja nicht weg ist. Was kapierst du daran nicht, Basti? Habe ich schon mal erklärt. Wenn die weg ist, ist sie erstmal weg. So. Die tauchen ja nicht sofort wieder auf. Das ist es ja. Das ist ja das Scheiße daran. Sonst würde ich einfach am Ende hinlaufen, wo die dann beim zweiten Mal, wo die zuletzt spawnt, und dann würde ich die dann holen, aber geht ja nicht. Das Spiel möchte das einfach nicht. Pika, ich habe einen giftgrünen Kristalldrachen gestern gezüchtet. Zufällig. War bei meinen Wölfen dran, habe ich einfach trotzdem ein paar Dracheneier gemacht und ja, das kam dabei raus. Und gestern, ich war im Eisgebiet unterwegs, weil ich halt einen neuen Wolf brauchte. Und flieg so. Und auf einmal dachte ich so, oh mein Gott, das ist aber ein schöner Punkt. Lande, da lauf was rum. Und denke auf einmal so, diese Steine kommen dir so bekannt vor. Die sind eigentlich immer da, wo Drachen sind. Ja. Ich drehe mich um und sehe auf einmal, wie so ein Eisdrache auf mich zugeflogen kommt. Ich habe mich dann sehr schnell aus dem Staub gemacht. Sehr schnell. Aber jetzt weiß ich, wo es die Eisdrachen gibt und wo es auch die Feuerdrachen gibt auf der Insel. Die habe ich auch so... Die habe ich aber aus der Ferne nun gesehen. Oh, dann das müssen wir auch hin. Ah, okay. Das Buch können wir noch nicht holen, weil wir da noch nicht reinkommen. Da kommen wir vermutlich erst rein, wenn die Story... Achso, Pokémon-Dings geht erst um 11 Uhr los, oder? Geht der Community Day erst um 11 Uhr los? Ich glaube ja. Ich habe nämlich gerade angemacht. Ich dachte so, hä, das sind aber andere Pokémon. Dann ist es ja gut. Oh, Schafe. Leder. Hast du was verloren? Ich habe die Familienbrosche für meine Nichte poliert. Ich habe sie nur einen Moment abgelegt und weg war sie. Eines der Schafe muss sie gefressen haben. Ein sehr hungriges Schaf. Darf ich sie töten? Sie gehörte meiner Großmutter, die sie von einem sehr reichen Verehrer hatte. Bei uns muss man Eifer, um auch der Fähre zu sein, geimpft sein. Für einen kurzen Weg und im Auto. Oh mein Gott. Ja, Leute. Ja, wir haben die Brosche jetzt. Arme Pika. Nimm sie einfach. Musstest du Wölkchen töten? Sie hatte so beseelte braune Augen. Du wolltest die Brosche, du hast sie. Deine Nichte wird dankbar sein. Und wir haben Leder. So einfach ist das. Jo, das andere was? Ich kann natürlich gleich den Bären mal versuchen, ob ich das hinbekomme. Seid ihr auch so, dass ihr in den Games dann auch alles aufsammeln müsst, auch wenn ihr gar keinen Vorteil davon habt? Alles. Ja, man muss alles mitnehmen, weil sonst ist das ja... Auch wenn man auf manche Sachen gar keinen Bock hat oder so. Ehrlich, auf manche Sachen habe ich gar keinen Bock, aber musst du trotzdem mitnehmen. Oh, ich habe Angst, dass das Pferd mich jetzt nicht aushält. Obwohl, die Ausdauer müsste eigentlich reichen. Oh, ich glaube, wir müssen über was abschießen. Ja. Wahrscheinlich da oben. Man weiß ja nie. Ja, eben. Man kann ja am Ende kriegt man dann die beste Rüstung. Dann braucht man die nicht mehr. Aber man hat sie dann. Was machst du da bitte? Das ist jetzt der Ernst. Du kannst nicht da hochklettern. Weißt du, sonst klettert die an jeden Scheiß hoch, ne? Aber an dem Bau geht das. Also wir brauchen halt noch die Seite. Dann brauchen wir halt das noch und das noch und das noch hier. Ach, da ist auch noch was. Ja, okay. Wir können ja Basti mal die Seite versuchen lassen. Da laufe ich jetzt hin. Die Fische, die kann ich erst hier in dem Gebiet sammeln. Irgendwo hier am Fluss. Aber wie man sieht, brauchen wir da Stärke 220. Die habe ich nicht. Und dann würde ich das dann da holen gehen. Ja. Okay. Ich laufe dafür Basti hin. Basti darf dann mit meinem pinken Controller spielen. Da freut er sich. Gibt's hier keine Fische? So. Ich glaube, die kann sich nicht entscheiden, ob sie schwimmen soll oder laufen möchte. Besonders, ich hoffe, man kann auch alles leveln hier. Das habe ich nämlich noch nicht mal nachgegoogelt. Weil du kannst ja hier auf Stärke, Verteidigung oder halt Fernkampf gehen, aber ich will halt alles haben. Ja. Und ich hasse das, wenn man nicht alles haben kann. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob es hier eine Oberlevelgrenze gibt. Weiß ich halt nicht. Werde ich sehen. Aber man kann sich ja seine Punkte, glaube ich, auch zurückholen. Im Notfall. Es tut mir leid. So, Basti, hier. Kletter da hoch, weil ich habe Angst, dass es direkt losgeht. Obwohl, wenn wir auf der anderen Seite hochklettern, müsste das ja eigentlich funktionieren, oder? Wenn ja, bin ich jetzt schon. Ja, dann sitzt man jetzt nicht. Basti macht kurz die Seite. Ich hoffe, dass das klappt. Hast du die? Und das sind nur Tattoos. Das ist noch nicht mal was, was man denkt so, oh. Und nicht mal Shanties wie bei Black Flag. Hallo zusammen. Das muss ich nur überlegen. Das war da hinten in der Ecke, wenn es dann runtergeht. Vielleicht muss man auch nicht von da oben, sondern direkt von unten. Ich gebe dir einen Tipp. Ja, nimm den Weg. Sprinten konnte man... Ach, dann bestimmt. Sprinten konnte man... Ja, okay. Auch was man die... Bei mir wollte ich am Baum hoch. Hey. Das ging Eivor. Ah, da oben. Ich schon... Hä? Ah, nein, da ist er! Danke! Booyah! Einer wenigstens, der das kann. Ich habe eben gedacht, die ist da schon weggeflogen. Bin ich ehrlich. Ich habe gedacht, dass die da schon auf Nimmerwiedersehen war. Okay. Dann einmal Danke am Basti. Danke am Basti, Leute. Oh, Danke am Basti. Ach, Mann. Ich hoffe, dass das letzte jetzt nicht auch noch eine Seite ist. Wie gesagt, das sind wirklich nur Tattoos, weißt du? Aber trotzdem, nein, wir brauchen das. Wir müssen das mit aufsammeln. Besonders irgendwie, also hier sagt das Spiel, ich hätte schon 60% von der Saga. Aber... Wenn man dann hier so auf den Baum geht, ne, bei dem Orden, ich habe noch gar nicht so viele freigeschaltet. Und ich habe gefühlt auch noch nicht so viele Hauptquests gemacht. Weiß es nicht, ob ich da irgendwie die Anzeige spinnt oder lügt oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das Spiel mich, glaube ich, verarschen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier nicht die Platin-Trophäe hole. Da sind so manche Sachen. Ich glaube, in Odyssey habe ich sie? Oder war es das andere? Oder habe ich die bei... Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, in Odyssey habe ich nämlich die Platin-Trophäe. Gleich da. Ich weiß, wir könnten das Pferd nehmen. Aber immer wenn ich das Pferd nehme, finde ich irgendeine Quelle mit Metall oder so. Ist da hinten ein Tier? Ja, ist ein Baumstamm. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ging aber flott. Das ging mal flott und easy. Dann, also das haben wir jetzt, also haben wir noch 2 Rätsel, das wären dann die und das. Und das kann ich noch nicht holen. Und dafür brauche ich halt diese Seeforelle. Und ich meine im Video, wir könnten ja einfach mal gucken gehen. Ich glaube, das war da, oder war das da unten? Ich habe mir nämlich ein Video angeguckt, aber ich meine das, oder war das da an dem Fluss? Ich weiß nicht, aber das ist halt auf dem Gebiet, wo ich noch nicht hin kann. Also könnte schon, aber ja. Wo ich habe letztens so Dinger gekauft, vielleicht geht das ja da drin. Wo war das? Wo sind diese Zettel? Codex-Seite, die müsste ich auch mal abgeben. Schatzkarten. Die müsste ich eigentlich auch mal alle abklappern. Aber ehrlich, da gucke ich mir eine Komplettlösung im Internet an. Ich mache das gleich, weil ich kriege ja Geld daraus. Ich bräuchte mal Geld. Okay. Bei dem Berg kriege ich auch noch nicht besiegt. Da brauche ich erst gar nichts zu versuchen. Ich könnte natürlich... Oh Gott, das ist riesig. Das Gebiet machen. Oder das Gebiet. Aber ich hatte da eben nur eins mit 130 gehabt. Das hier. Da ist sogar was. Ich habe ein bisschen Angst, dass das irgendwie so ein DLC-Gebiet ist. Weil hier nämlich nichts ist. Was war denn das für eine Quest da unten? Ich guck mal kurz, was das für eine Quest war. Wieso ich die noch nicht gemacht habe. Wo ist die denn? Da vorne. Finde den Schlüssel. Ach so, ja, die kommt erst nach, stimmt. Die kommt nach irgendeiner Quest, dann liegt dann hier ein Schlüssel, dann kann ich da rein. Das hatte ich schon gegoogelt. Und dann kriege ich das Ding da drin, okay. Ja, ist schon gut. Da habe ich auch noch einen Reichtum. Ich guck mal die Sachen, die wir, also die Gebiete, die wir freigeschaltet haben, wieso ich die Sachen nicht geholt habe. Hat meistens einen Grund. Aber manchmal vergesse ich den Grund auch. Oh, da unten ist auch Metall, sehe ich gerade. Das nehmen wir auch mit. Oh, so weit wollte ich eigentlich nicht springen, aber ist egal. Keine Lust. Nee, das glaube ich nicht. Das hatte immer meistens einen Grund. Dann halt wirklich, dass man erst dahin kam wegen der Story, dass man da einfach nicht weiterkam, weil die Tür einfach noch verschlossen war oder wie da gerade. Weil das nach einer Quest erst der Schlüssel da liegt. Okay, ich habe es markiert. Wo ist da lang? Oh. Oh, das war dumm! Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Weil wenn, dann mache ich das alles direkt. Weil dann hat man das. Außer sind es halt so die Seiten, die Basti dann sammeln kann. Die sammle ich dann alle und dann kann er dann so alle Seiten auf einmal sammeln. Oder viele, besser gesagt. Kann ich auch einen Falken? Oh. Das war zu tief. Ja, Ah, okay, ich krieg einen Leder. Ich habe gedacht, ich krieg noch irgendwas Besonderes dabei. Da hinten sind Dreher. Oh, ja. Und guten Morgen, guten Morgen. Welchen Wildschwein? Hm. Ich habe gerade gedacht, ich habe ein Wildschwein gehört. Wieso konnte ich, da habe ich da das denn nicht geholt? Sind hier noch Viecher drin? Das ist das neue Angeln. Perfekt. Oh. Ja. Wieso habe ich denn das Ding nicht geholt? Ah, wahrscheinlich, weil ich da auch nicht reinkam, ne? Ich guck mal, ob ich eigentlich von der anderen Seite reinkam, sonst ist das auch irgendwie noch mit einer Mission oder sowas. Obwohl ich eigentlich schon alles hier habe, deswegen... Nervt mich das ein bisschen. Muss ich nachher mal im Internet gucken. Oh, hallo? Da ist auch noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Aber das ist ja da unter uns. Hm. Direkt unter uns. Lass dich mal fallen. Hab gerade gedacht, ich hätte den Weg gefunden. Dahinter ist es. Ich glaube, da muss ich einfach mal im Internet gucken. Lass dich doch fallen. Sonst hält sich auch nie fest. Na, da komme ich halt nicht rein. So ist es halt. Okay, ich würde aber sagen, ich höre dann für heute auf, also zu streamen. Danke schön, dass ihr dabei wart. Morgens wird auch gestreamt oder abends wieder. Was weiß ich noch nicht. Euch noch einen schönen Tag und dann bis morgen. Tschö.